Ja, hallo liebe Camper, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe zu Pauli Camper Talk. Ich will euch heute mal den T67S vorstellen. Das neue Wohnmobil, was jetzt auf dem Caravan-Salon in Düsseldorf vorgeführt wird, als neues Modell. Wir haben hier schon ein Modell aus dem Jahr 2020 stehen und auch mit dem neuen Euro 6 T-Motor. Und dieses Fahrzeug möchte ich euch jetzt an dieser Stelle einmal zeigen. Dann kommt mal mit. So, jetzt sind wir drin im neuen T67S und bei dem neuen Modell, da wird es natürlich auch gebürtig gefeiert. Ich mache gleich erstmal ein schönes Fläschchen Sekt mit euch auf. Ein neues Modell muss man eigentlich immer feiern. Ja, macht mal ruhig einen Schwenk mal einmal so durchs Fahrzeug. Könnt ihr euch das Ganze mal anschauen und mal wirken lassen, wie nett Sunlight ihre neuen Modelle im Jahr 2020 aufgebaut haben. Sei es so kleine Deko-Elemente in der Küche, im Schlafzimmer, wo wir gleich noch mal ein bisschen näher drauf eingehen. Ja, ich sitze jetzt hier in der großen Sitzecke. Wir haben eine 4-Personen-Zulassung hier in diesem Fahrzeug mit einem relativ großen Tisch, den wir auch verlängern können, um damit, was ich nämlich ein Highlight finde hier beim T67S, ist quasi hier diese kleine Sitzbank. Auch wenn sie für die Fahrt nicht geeignet ist, ist aber immer mal ganz gut, um sich mal die Schuhe zuzumachen, wenn man im Eingangsbereich sitzt oder so weiter. Finde ich ganz nett und freundlich aufgestattet. Ja, dieses Fahrzeug verfügt über ein Hubbett, auch für 2 Personen zugelassen. Trotzdem noch, trotz Hubbett, noch reichlich Schrankmaterial, sowohl auf dieser Seite als auch noch ein kleines Fach auf der anderen Seite. Ja, und dann würde ich euch ganz gerne mal das Schlafzimmer zeigen. Dann gehen wir mal nach hinten. Ja, der T67S zeichnet sich natürlich mit seinen Einzelbetten aus. Was ich wiederum sehr schön finde, dieses offene Gebilde der Struktur zwischen Badezimmer, Küche und Schlafraum. Es befinden sich wie bei den anderen typischen Grundrissen bei Sunlight beim T67 2 Kleiderschränke links und rechts unter den Betten. Und was ich auch wieder ein Highlight finde hier bei diesem Modell, wir haben wieder diesen Schubkasten drin, um hier aus dem Einzelbett eine schöne große Liegewiese zu erzeugen, so dass Paare auch gerne mal wieder kuscheln können. Ja, der T67S, auch was Neues im Modell 2020, ist diese Textilrückwand mit der indirekten Beleuchtung in den Schrankelementen, schöne Lesenlampen diesmal verbaut. Ja, wirkt im Gesamten erstmal sehr gemütlich und auch sehr hochwertig. Ja, die beiden Kleiderschränke, die ich gerade am Bett erklärt habe, ist längst noch nicht alles. Wir haben sogar noch hier auf dieser Seite auch noch mal einen großen Kleiderschrank, wo wir auf jeden Fall Jacken und lange Ware im Prinzip hängen können. Ja, von der Küche aus haben wir große Dachstauschschränke zum Lagern von Porzellan oder Lebensmitteln, große Auszüge als Besteckschubkasten und ja, ich sag mal so für Töpfe und so weiter haben wir hier noch einen großen Schrank mit einem Mülleimersystem drin. Also die Küche ist ja nichts Neues. Was aber neu ist im Modell 2020 ist jetzt diese Rückwand in der Küche, die Fensterverkleidung, was das Ganze noch mal wesentlich hochwertiger erscheinen lässt und wirken lässt. Ganz witzig finde ich dabei auch, man kann das schlecht jetzt wahrscheinlich sehen, aber wir haben hier eine Doppel-USB-Ladedose drin verbaut. Diese USB-Ladedose eben ideal so für zum Handyladen oder wenn man Gerätschaften haben, die über USB gespeist werden. Ja, ansonsten von der Küche bekannt, 3 Flammenkocher, großes Waschbecken, alles super. Ja, zu der Küche gehört natürlich auch ein Kühlschrank. In dem Modell hier beim T67S haben wir uns entschieden für einen großen Kühlschrank, weil ja doch auch mit dem Hubbett ja mal 4 Personen mitfahren können. Da braucht man also viel Platz. Und das bietet uns von Tredford der große Kühlschrank mit separatem Frostfach natürlich auch. Ja, ansonsten die Elektronik ist auch wieder verbaut von Schaut. Und auch eine Truma-Kombi-Heizung ist hier drin. Das ist nämlich eine Kombi 6. Ja, und dann zeige ich euch jetzt noch mal, wenn wir das Hubbett runtergefahren haben, wie das Ganze dann wirkt und aussieht. So, jetzt habe ich Lukas erstmal ins Bett geschickt. Lukas ist der Kameramann. Der kann nämlich jetzt von da hinten aus viel besser zeigen, wie das aussieht, wenn das Hubbett runtergemacht wird. Im Prinzip eine simple Sache. So ist das Ganze gesichert. Ich muss hier im Prinzip die Mechanik lösen und dann kann ich das gesamte Hubbett runterziehen und habe hier ein vollwertiges Doppelbett mit einer schönen Dachhaube, so dass auch, wenn man oben noch mal ein Buch lesen möchte oder sich einfach mal in der Mittagspause mal zurückziehen möchte, noch genügend Lichteinfall und natürlich auch im Sommer zum Be- und Entlüften.
Ja, man sieht natürlich jetzt in diesem Moment auch sehr gut die T-Haube vorne an der Frontmaske. Auch das ist eine Zusatzoption, die wir mitgewählt haben. Macht natürlich auch sehr viel Licht ins Fahrzeug, bringt viel Licht und sieht einfach optisch auch toll aus. Ja, und wenn wir es wieder hochklappen, muss er klacken und dann ist das ganze Hubbett super gesichert wieder für die Fahrt. Hallo Freunde! Ja, ich zeige euch vorher noch mal eben das Badezimmer. Auch hier im T67S wieder dieser typische Schwenkbad, wo wir das Waschbecken vorziehen können, wo wir dann wieder einen kompletten Duschraum haben. Was wirklich schön geworden ist, ist hier dieser Seitenschrank, wo Duschgel, wo Parfüms, wo die Zahnpasta, wo alles seinen Platz hat. Einfach Klappe zu und alles ist gesichert und safe. Als mega Highlight finde ich im Modelljahr 2020, dass bei Sunlight wir diese Fenster jetzt bekommen, diese Rahmenfenster. Früher waren es ja nur aufgesetzte Fenster und jetzt ab Modelljahr 2020 auch diese Rahmenfenster. Mega klasse. Ich finde, es ist ein idealer Grundriss, auch für eine Familie bis zu 4 Personen. Und ich würde sagen, macht einen Termin mit uns, entweder in Düsseldorf auf der Messe oder hier bei uns in Remscheid bei Pauli. Da haben wir nämlich das Modell stehen und schaut es euch an. Wir sehen uns bis dahin. Ciao.